Es wird Zeit für eine neue Folge Filmnews und schauen wir zum Beginn der Woche auf die Kinocharts. Während in den USA der Kinostart von Maze Runner 3, Dwayne Johnson und Kevin Hart mit Jumanji Willkommen im Dschungel nach wochenlanger Dominanz vom Thron gestoßen hat, und das sage ich voller Respekt, weil Jumanji inhaltlich und finanziell ein weltweiter Überraschungshit geworden ist, ist hierzulande erst einmal ein anderer Neustart an die Spitze geschossen. In Deutschland wollten am vergangenen Wochenende 175.000 Kinogänger Wunder mit Jacob Tremblay, Julia Roberts und Owen Wilson sehen. Ein anrührender Film, der sicherlich auch wichtig ist, gesehen zu werden. Auf Platz 2 folgt Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft, mit 120.000 Kinobesuchern, und die Kombination aus Til Schweiger und Matthias Schweighöfer landet mit 110.000 Besuchern in der gesamten zweiten Kinowoche auf Platz 3, womit sich jetzt schon zeigt, dass Hotdog tendenziell ein Flop wird. Dieses bescheuerte Herz wollten nochmal 100.000 Zuschauer sehen, und auf Platz 5 landet der bärenstarke Neustart Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, den ich persönlich gerne weiter oben gesehen hätte. Wie lange ist es denn eigentlich her, dass ihr das letzte Mal im Kino wart? Eben habe ich den unerwarteten weltweiten Erfolg von Jumanji Willkommen im Dschungel angesprochen, und die beiden Arbeitstiere Kevin Hart und Dwayne Johnson haben hier einmal mehr auf ihren extrem reichweitenstarken Social Media Profilen nach Wochen der weltweiten Promotour sich ebenfalls über Wochen sehr dankbar für die weltweite Freude an dem Film gezeigt. Nun ist es noch nicht offiziell bestätigt, aber laut mehreren Quellen sehr ernst zu nehmen, dass Teil 3 kommen wird und man, nachdem man sich dieses Jahr gegen Star Wars 8 behaupten konnte, man den erneuten Konflikt nicht scheut. So soll Jumanji 3 laut Gerüchten im Dezember 2019 erscheinen, und das jetzige fantastische Einspielergebnis von aktuell 822 Millionen Dollar nochmal toppen, wenn es nach Sony geht. Monster Hunter World kommt in die Kinos, und die Geschichte für 2 Filme steht bereits fest. Seit vergangenen Freitag kann man auf PS4 und Xbox den neuen Monster Hunter World Teil spielen, und ich kann es als leider nicht großer Konsolenfan kaum erwarten, bis er im Herbst dann endlich auch für den PC veröffentlicht wird. Bei Top-Kritiken und starken Verkaufszahlen ist ein Kinofilm oft gar nicht so weit, und so soll es auch in diesem Fall kommen. Capcom hat bereits 2016 die Filmrechte an Resident Evil-Filmemacher Paul W.S. Anderson vergeben, und während Fans mit seinen Spieleverfilmungen oft nicht einverstanden waren, traut ihm Capcom aber durchaus dieses zu. Dabei sollen die Filme in unserer Welt und zugleich in einer Parallelwelt spielen, in der Monster aller Art existieren. Wann genau die Filme in die Kinos kommen sollen, ist nicht bekannt, aber freut ihr euch darauf? Anscheinend doch kein neuer Crocodile Dundee-Film, wie in den letzten Film-News berichtet. Unter dem Titel Dundee, The Son of a Legend Returns Home, erschienen in den letzten Tagen mehrere Clips mit Danny McBride als Sohn von Mick Dundee, ergänzt durch Chris Hemsworth und zuletzt auch Hugh Jackman. Auf dem filmeigenen YouTube-Kanal wurde angeblich sogar eine ganze Szene des Films, die eine legendäre Hommage ist, veröffentlicht, aber immer mehr Quellen geben nun an, dass es sich hierbei um eine Werbekampagne der australischen Tourismusbehörde handelt. Im Gesamten soll das Reisen nach Australien im Rahmen des diesjährigen Super Bowls am kommenden Sonntag umworben werden. Clever gemacht, und ich bin auf das Resultat gespannt. Seit 3 Tagen ist Tom Cruise auf Instagram am Start und macht dort auch direkt Werbung für Mission Impossible 6. Hierbei gab er auch den offiziellen Titel rund um die neue Mission von Ethan Hunt bekannt, und der lautet Mission Impossible Fallout. Filmisch ist Cruise sehr dafür bekannt, seine Stunts selbst zu machen, und so kam es, wenn ihr euch erinnert, beim Dreh des Streifens zu einem Knöchelbruch inklusive Drehpause und Verschiebung. In der Graham Norton Show war er nun zusammen mit Simon Pegg, Henry Cavill und Rebecca Ferguson zu Gast, und zusammen schaute man sich besagten Stunt inklusive Nahaufnahme des unnatürlich umgeknickten Fußes an. Wie man sieht, nimmt es Tom Cruise recht gelassen und mit Humor. Und hier wie immer weitere Kurzfilm-News im Überblick. Chris Hemsworth möchte erst einmal Pause machen. Nach all seinen Beteiligungen im Marvel Cinematic Universe und den Filmen, die er außerhalb dessen gemacht hatte, möchte er sich in Ruhe Zeit für seine Familie, zu der 3 Kinder gehören, nehmen, was absolut verständlich ist. Denn was nützt der berufliche Erfolg, wenn man seine Kinder kaum aufwachsen sieht? Big Little Lies ist wohl neben Mindhunter und The Handmaid's Tale eine der Serien-Top-Neustarts
Starts des vergangenen Jahres gewesen. Und in Staffel 2 gibt es neben Reese Witherspoon, Charlene Woodley, Laura Dern und Nicole Kidman noch mehr namhaften Zuwachs im Cast, denn HBO ist es gelungen, die 21-fach Oscar-Rekordnominierte Meryl Streep für eine zentrale Figur zu verpflichten. Und zu guter Letzt soll der erste Trailer mit richtigen Filmszenen aus Deadpool 2 pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar erscheinen, was einfach zum Stil von Deadpool und auch zum Release vom ersten Teil passt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Filmnews. Ich bedanke mich fürs Reinschalten, hoffentlich bis jetzt dranbleiben. Und ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme und Serien schauen.